Sattler, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Zombie Daisy Mod hier. Da unten ist noch ein Spinator. Wir laden mal gerade nach. Der kleine Freche. Du siehst schon, da unten liegen jede Menge Säcke. Es ging heiß her die Nacht. Es ist ja natürlich despawned. Da lag gerade so ein ganz roter Zombie. Der hieß irgendwie Burning Elf oder so. Zum ersten Mal gesehen. Der schießt Pfeile quer durch die Gegend. So, jetzt können wir mal so runtergehen hier. Und da ein bisschen einsammeln, würde ich sagen. Der hat gesessen. Okay, alles klar. Und dann müssen wir zusehen. Wir haben Tag 13 jetzt, ne? Jawohl. Ich möchte heute mit dir ein paar Pamela. Muss das sein? Man hat auch kein... Mit ihrer Zwillingsschwester. Keine 5 Minuten Ruhe hier, ne? Keine 5 Minuten Ruhe. Weg mit dir. Wir müssen echt zusehen. Die haben ja auch gut drauf rumgeklöppelt, glaube ich, ne? Guck, da ist was weg. Da ist was weg. Hier ist überall was weg. Dass wir das wieder repariert kriegen und dass das Ding endlich zu wird hier. So, dass wir da oben drauf Ruhe haben. Das ist unser größtes Problem jetzt. Neben der Warden Base. Da müssen wir jetzt als erstes hingehen und mal ein bisschen Ordnung schaffen. Ein 6er Clownhammer, den brauchen wir nicht mehr. Nice. So, wie sieht's aus? Wie viel haben wir? Wir haben kein Beton hier. Das heißt, ich will erstmal gucken, was da alles durchgelaufen ist. Wie viel wir auf Seite gelegt haben, wie viel wir noch produzieren können. Dann läuft noch 300 und 1700. Hier sind Steine drin, die wir wieder zu Zement machen können. Da wird auch noch Zement gemacht. Das ist in Ordnung. So, und wie viele Pflastersteine haben wir noch? Gar keine. Werden die hier drin gemacht? Nein. Haben wir hier beim Bergbau welche? 369. Nicht mehr so viele, aber den Sand haben wir. Das ist gut. Holz haben wir 2600. Da bin ich jetzt mal ganz uneigennützig. Keine Lust, dass du mir ein Bein brichst oder so. So, und wir gehen damit jetzt hinten zu Karls Cars, machen das leer und werden da dann schon mal ein paar Spikes hinsetzen und so, dass wir uns das gespart haben, wenn dann die Tag 14 Horde kommt. Die werden wir auf jeden Fall noch da hinten machen. Wir haben ja noch gar nichts gebaut. Ja? Und dann schauen wir mal, dass wir dann schon mal einen Gang und so weiter zu unserem kleinen Hordenkubus hinbauen. Den wir dann bauen werden für die Horden hier. Wir wollen das ja mal überwiegend mit Mollys und mit Granaten machen. Mal wieder, ne? Mal gucken. Immer andere Möglichkeiten auschecken, ja? Nicht immer dasselbe machen. Da ist wieder EP auf zwei Beinen. Mal her damit. So, sehr gut. Und Level up. Boah, da hinten kommen sie auch schon wieder an. Können alle zu Karls Cars kommen. Aber ich kann hier mal gerade machen, ja, nicht Spio, sondern Spike, Holzstachelfalle. Wie viel können wir machen? 126. Nochmal 75. Vergiss es. Tschüss. Vergiss es. Kannst hinten zum Karl kommen. Da kann ich mich um dich kümmern. So, damit die hier nicht zu viel zum kaputt machen haben oder zum dran hängen bleiben, nehmen wir mal die Autos aus hier, ja? Die kommen jetzt alle weg. Da hinten machen wir noch die Mauer weg, sodass sie da nicht hochhüpfen können. Und dann sollten wir eigentlich sehr gut Platz haben und obendrauf halt uns bewegen können. So, das ist weg. Hier ist überall das Holz. Die müssten eigentlich locker durchkommen. Das ist offen. Hier innen drin könnten wir mal frei machen. Oder eigentlich, wie viel haben die Wände hier? 5000, das ist in Ordnung. Der hier hat leider nur 500. Den müssten wir echt mal ein bisschen aufwerten. So, weg damit, weg damit, weg damit. Da können wir schön Leder haben. Hallo, ich bin hier. Die Wand ganz. Pfeife. So. Hier wirklich jeder einen Sack fallen lässt, ne? Jeder. Jeder. So krank. Weiter weg mit den Autos. So geht das. Sehr schön. Bubbel die Bubbel. Kommt noch irgendwer oder was? Da hinten kommt der Dicke. Dann können wir gerade mal lesen. Die liebe Inka Nocturna schreibt nämlich: Hallöchen, lieber Ede. Schöne Folge wie immer. Ich schaue dir sehr gerne zu. Deine Videos sind genau das Richtige zum Entschleunigen. Nach der Arbeit zu deiner Frage nach den Tierchen. Bei uns wuselt ein altdeutscher Schäferhund, Buddy, 13 Jahre, und ein frecher schwarz-weißer Kater, Loki, 1,5 Jahre rum.
Ganz liebe Grüße an dich und die Edenauten. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Inka. Schön. Ich habe dir ja schon geantwortet drunter, ne? Bei mir wuselt der Eiko rum. Auch Langhaarschäferhund. 9,5 ist der jetzt. Also auch schon ein älteres Semester. Aber ist egal, ob alt, jung, dick, dünn, kurz, lang. Ne? Nur 3 Pfoten, 4 Pfoten, alles egal. Wir lieben unsere Tiere über alles. So. Oh, 2 Repair Kits. Nice. Tiere bereichern einfach das Leben. So. Und was ich persönlich auch ganz gut finde, jeder, der Kinder hat, sollte auch ein Haustier haben. So, dass die Kinder sich auch darum lernen, darum zu kümmern, ja. Und ich finde, wer sich um Tiere kümmert, der wird sowieso direkt ein besserer Mensch. Weil er halt das Leben zu schätzen lernt, ne? Ja. Also, schaut euch Haustiere an. Wohlgemerkt, nur wenn man ganz genau weiß, was man sich da holt, ne? Und wenn man es sich auch leisten kann. Weil das ist ja ein Fakt. Ne? Dass Tiere nicht gerade billig sind. Das Futter, die Impfung, der Tierarzt, die Steuern beim Hund und, ne? Das muss man halt alles bedenken. Das geht immer schnell unter, wenn man einfach sagt, oh, Hundi, ich will einen Hundi. Ja, ich will einen Hundi. Und dann, oh, Tierarzt, wie Steuern, ne? So, ne? Das ist, nicht ohne. Nicht ohne, je nachdem, was für einen Hund man sich holt. So. Zack, zack. Sehr gut. Was ist hier drin? Nix, nur Müll. Und ein Lag ist da drin. Sollen wir das hier wegmachen? Dann schreibt der liebe Klaus. Moin, moin, liebe Edel und Edelnauten. Wie immer, eine schöne, ruhige Folge. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße an dich und alle Edelnauten. Gruß zurück, Klaus. Grüß mir Anne und Luca. Aber wahrscheinlich guckt ihr eh wieder zusammen, ne? Voll süß, die drei. Voll süß. Und wenn ihr zusammen guckt, hallo, Luca. Er freut sich bestimmt wieder. So. Das muss noch weg hier. Ich möchte nicht, dass sie sich da hochstapeln. Dann bräuchten wir ein paar Pflastersteine und ein bisschen Beton, ne? Um da den Pfosten mal etwas härter zu machen. Oder wir machen ihn weg und machen einen richtigen Pfosten hin von uns. Das könnten wir auch machen. Weil das eigentlich schwachsinnig wäre. Der steht schon aus Holz da. Warum soll ich das wegmachen? Ist ja total Banane. Gib mir mal Kaffee. Da hinten kommen sie schon wieder. Wer hat das hier eigentlich? Das hat nur 1000. Okay. Müsste auch weg, ne? So. Den hier, den müssten wir eigentlich mal wieder ganz machen. Da fehlt schon einer. Was denn los hier? Mann. Du auch? Da kommt noch einer. Überall kommt noch ein Rucksack rum. Habe ich den übersehen? Wie konnte ich nur? Wie kann ich nur Loot übersehen? Unglaublich, der Typ. Er übersieht einfach den Loot. Tiss. Oh, da hinten ist ja noch die Quest. Die müssen wir auch noch machen. Komm, Krause. Was schaffst du? So, weg damit. Alter, warum muss genau das Stück hier 5000 Hitpoints haben? Verstehe ich nicht. Tiss. Unglaublich. So. Sehr gut. Oh, wir müssten uns eigentlich einen eigenen Pfeiler machen. Wo sie alle dran rumwuseln. Das wäre gut. Wo wir dann in der Mitte stehen. Ist das Ding jetzt bald mal weg? Ich hoffe es doch. Wir können mal gerade hier hochscrollen, dann kann ich nämlich weiterlesen. So und so. Da haben wir den Marcel, der schreibt, hi Edel, wie immer schön anzuschauen. Bei der Schatzsuche darfst du ruhig aus dem Kreis gehen, maximal 25 Meter. Wird hier oben rechts auch angezeigt, mach einfach weiter so. Gruß aus der Schweiz. Danke Marcel für die Info und Gruß in die Schweiz zurück. Ein wunderschönes Land. So, wo haben wir das denn hier? Guck mal da. Die müssen dann weg hier. Das muss weg. So, den können wir wegmachen. Haben wir hier eigentlich den guten Loot gefunden? Ich glaube nicht, ne? Ich wollte das nämlich genau so hier machen. So, dann müsste das hier weg. Da brauchen wir ja Platz. Dankeschön fürs Holz.
Junge, hält das viel aus? Warum hält das so viel aus? Hm. Okay. So, lassen wir es mal. So, aus Holz ist es. Pflastersteine und Beton müssen wir noch mitnehmen. Die ist jetzt gleich kaputt. Die können wir reparieren. Ja, gut. Noch jemand zu Hause hier? Hier sind wir am Anfang nicht reingegangen, ne? Raus. Upsi. Eine Kiste. Ich meine nämlich, hier ist ein Safe drin und so, aber da waren wir nicht reingegangen, wie gesagt. Weil wir den eh nicht aufgekriegt haben. So, hier ist noch ein Auto, das können wir nehmen. Wow, eine 5er Steinaxt. Geil. Die muss ich unbedingt haben. Unbedingt. So. Sehr schön. So ist das. Ach guck mal, haben wir sogar schon Pflastersteine. Haha. Sehr gut. 50. Damit können wir schon mal alles auf Pflastersteine aufwerten. Garantiert. Sehr gut. Pistolenteile. Die brauchen wir. Ja, für unsere Waffenwerkbank. Die wir demnächst bauen wollen. So, was hier hinter? Wie immer nix, nur Müll. Wow. Sonst noch irgendwas? Ist noch einer? Okay, es reicht locker. Es reicht locker. Weiß nicht, warum die hier säckeweise Pflastersteine stehen haben, ne? Echt? Kein Safe mehr hier drin? Schade. Schade, schade, schade. Hm. Upp. So. Oder war das ein anderer, wo der Safe drin war? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist ja auch egal. Das hier kann weg. Ja, gut gemacht, Ede. Wieder Doppelschlag. So, das müsste reichen. Wenn ich dann so in der Mitte stehe, kannst du überall runterwerfen oder drumherum. Sollte passen. Wir haben ja noch dann den kleinen Pfosten. Das hat mir, glaube ich, alles repariert hier. Jetzt haben wir nichts mehr. Schade, aber sollte erstmal reichen. So, wie viel Platz haben wir noch? Gar keinen mehr. Das ist wieder super. Kannst du mal zerlegen zu dem Stein. Gegrillte Auberginen. Nice. Aber dafür brauchst du bestimmt wieder Sonnenblumenöl, wetten wir. Die kannst du essen. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? 4. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber wir sammeln die noch ein bisschen, ja? So, das ist auf 5 hier. Das ist auf 7. Wir brauchten ja auch noch hier die Standhaftigkeit. Die muss auch noch hoch, damit wir den Maschinengewehrschütze hochkriegen. Frage ist nur, wie hoch? Da sind wir auf 4 von 5. Und ganz zum Schluss kriegen wir, glaube ich, die Waffenwerkbank, ne? Siehst du? Also eigentlich müssten wir das jetzt machen. Aber da wir diese Waffen eh noch nicht benutzen können in der nächsten Horde, warte ich mal die Horde ab. Vielleicht kriegen wir ja da eine Nerdbrille endlich. So, dass wir damit dann den Punkt gratis kriegen und uns die 3 Punkte sparen. Aber wer weiß, wer weiß. So, 100 Meter, das ist ja nicht weit. Können wir gerade so machen. Guck, sind wir schon da. Was hat denn die Butze hier? Was hat denn für eine Butze? Kenn ich die? Ja, genau. Tschüss. Und er trifft mich trotzdem noch, der Sack. Spuck wen anders voll hier. Ferkel. Mann, 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 Mann. So, und was hier drin? Oh, Elektroschockstab. So. So gar nicht meins, aber... Können wir ja verkaufen. Da kommt wieder einer hinten, Pamela. 6er Steinschaufel, dein Ernst. Dein Ernst. So, was müssen wir hier drin tun? Da steht doch schon der Loot. Säubere das Gebiet, machen wir gerne. Hallo. Mein Freund.
alle außen rumstehen, ne? Scheiße, wa? Kommen die hier raus? Naja, was ist da drin? Oh. Vitamine, das ist gut. Die können wir direkt nehmen, weil... Dann kriegen wir auf jeden Fall... eine Infektion hier. Können wir da zwei Bobbles essen. Habt ihr endlich die Tür gefunden, Jungs und Mädels? Schon wieder Vitamine. Na, jetzt die ganzen Vitamine hier. Was ist da hinten? Da ist noch eine Pamela. Wir gehen jetzt mal rein hier, weil wir müssen weitermachen. Da schläfst du ja ein. Da ist Essen. Sehr gut. Bin. Hallo. Bin da. Wer noch? Alter, noch einer. Zwei wilde Willis hier. Oh Mann, ey. So. Oh. Nein, hier wird nicht gebrannt. Ah, da ist sie. Die wollte ich euch vorstellen. Wir kennen sie, ne? Aber sie hat jetzt einen neuen Namen. Bisher war sie ja immer so hier unterwegs. Ab sofort ist das die Rotlicht-Rosi. Wer kennt sie nicht? So, weg damit. Da kommt auch noch eine. Lebt sogar noch. Kann man hier durchschießen? Kann man. Sehr gut. Perfekt. So, die können wir mitnehmen. Für uns. Immer gut. Alter, was da oben ankommt, ne? Was da oben ankommt. Wir müssten auch mal hier einnehmen. Und am besten zwei direkt. Hallo? Hier haben wir die Birne weggeschossen. Hier ist nix, da ist nix. Da hinten war ein Loch in der Wand. Da könnten wir mal gucken. Wo geht's hier hin? Oh nein. Wollte jemand was machen? Hat aber nicht, ne? So, was haben wir hier drin? Steinchen. Immer gut. Vor allem sehr viel. Sehr, sehr viele Steinchen. Oh nein. So, dann gucken wir mal hier hinten drin. Irgendwann muss ja mal alles leer sein, ne? Oh, drei Nägel. Wäre auch eine geile Base gewesen. Früher. Wo die Zombies noch nicht buddeln konnten. Wobei, bisschen groß ist die, ne? Muss ich sagen. Bisschen groß. So, wobei, wenn die Zombies nicht unter die Erde buddeln, dann, kann man es ja auch groß und schön hier anlegen, ne? Ist ja kein Problem dann. So, ein normaler, den will ich noch zerlegen. Was hier drin? Okay. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Da unten gibt's Loot. Können wir dann auch noch mitnehmen. Aber erstmal den hier. Stahl können wir immer gebrauchen. Sehr gut. So, der Kai schreibt, ganz ehrlich, habe ich schon innerlich gebrüllt, dass die Kiste offen ist und du die nicht aufmachen musst. Aber zum Glück hast du es noch gesehen. Als Pfeiler würde ich vorschlagen, das Fensterkreuz einmal unterbauen. War eine nette, ruhige Folge. Mach weiter so. Was für ein Pfeiler, Kai? Was für ein Pfeiler? Check grad nicht, was du meinst oder wo du einen Pfeiler bauen möchtest. So. Wo möchtest du einen Pfeiler bauen? Oder hinten? Hier noch irgendwer. Also sind noch nicht alle tot. Ja. Ich meine, tot sind sie alle, aber noch nicht alle zerlegt hier. So, wunderbar. Die nehmen wir auch noch mit. Immer gern. Her damit. Wir haben wenigstens mal richtig Ressourcen hier, wenn wir alles zerlegen und so. Aber das auf Max geskillt haben. Liegen bleiben. Mehr nicht. Du auch. Du sowieso. Boten weg.
Dankeschön. Sind wir fertig? Nein. Immer noch nicht. Da hauen sie rum. Oh, schon wieder. Ey, überall Casting-Couch hier, ey. Ganz schöne Schlawiner, die Leute hier gewesen. Okay, das hört sich nach Kotze an von oben. Ah, das ist... Das Tweet ist geehrt, okay. Lass mich doch vorbei hier, ey. So, haben wir es jetzt? Nein, es lebt immer noch irgendwer. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber unsere Spikes müssten fertig sein. Die können wir dann schon mal schön nebenher dann vor der Horde da verteilen. Der blöde Geier, ey. Dieser blöde Geier. Geht der mir auf den Keks? Der ist bestimmt vom Dach. Den müssen wir noch kaputt machen. Hätten wir. So, haben wir hier eine Spritze? Natürlich auch nicht. Wie immer, haben wir irgendwas, was wir lernen können? Nein. Das ist eine 6er Schaufel. Nice. Da unten kommen sie. Ach, der Kleine da. Der Kleine. So, jetzt sind wir fertig. Sehr gut. Jetzt können wir uns einfach hinstellen. Machen wir auf. Kommt alle her. In der Reihe nach, bitte. So, sonst noch mehr? Hat noch nicht. Wer will noch mal? Weg damit. Ach, ist das praktisch. Das ist praktisch, wenn du immer Ausdauer kriegst, wenn du die so wegnatzt. So. Auf zum Fahrrad und ab zum Händler, würde ich sagen. Los geht's! So, da sind wir. Mal abgeben, gucken, was wir kriegen bei der Ollen. Die gute Jen hier. Ah, 5 Verbände, die können wir gerne nehmen. Aufgaben abholen, beseitige Zombies. Das ist 500 Meter hier, 100 Meter weit. Das ist gut. Und das ist aber nett, dass wir dann Mitarbeiter des Monats werden. Brauchen wir ganz dringend. So, das kann weg, der kann weg, der kann weg, das kann weg. Hier ist nichts drin, oder? Nein, dann kann die so weg. Dann nehmen wir den. 3 Motoren haben wir. Guck mal, jetzt haben wir nicht explizit danach gesucht und schon finden wir welche, ne? Echt gut. Oh, noch ein paar Jedons gemacht. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause, das Zeug wegbringen. Ich will nicht total überladen hier durch die Gegend eiern. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht mit Britzeltong. Ob wir da noch was haben. Ach, come on, dein Ernst. Geh weg, komm her. Wo bist du? Diese kleinen Kackviecher, ne? Die sind so schlimm. Die sind so schlimm. So, warte, wir räumen erst alles weg. 4 Stück. Zack, erste Hilfe, zack. Und dann müssen wir gucken, wovon wir noch nicht was eingeräumt haben. Das müssen wir dann halt von Hand gerade wieder einsortieren. Aber ist ja alles schön, schön schwupp, schwupp sortiert hier. Wie man sieht, geht relativ schnell. Händler, haben wir da was für einen Händler? Nicht, dass ich wüsste, doch den habe ich natürlich gerade nicht verkauft. Sehr clever. Aber okay. Parts haben wir hier. Da und da. Mods haben wir hier. So. Auto Elektrik kann hier hin. Da haben wir noch eine Dose. Ja, auf meine Basis kaputt zu machen da unten. Beim Essen? Nein, bei der Werkbank. Hier können die hin. So. Unsere erste Säure. Juhu. Sehr gut.
Eins, zwei, drei. Können dahin. Und hier brauchen wir jetzt wieder zerlegen, zerlegen, zerlegen. Alles zerlegen. Ich weiß, es gibt mehr, wenn wir es einschmelzen, aber das dauert Ewigkeiten. Habe ich jetzt keine Lust drauf. So, können wir eigentlich schon den Schmelztiegel bauen? Fällt mir gerade ein. Müssen wir mal gucken. Schmelztiegel. Aber ich glaube, den kannst du auch erst bei 5 bauen, ne? Jo. Also, müssen wir noch ein bisschen warten. Inventar wieder frei. Wir sind am Zerlegen. 13, 19. Da hinten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ein bisschen hier Dachselbau. Den kannst du mir geben. So, das kannst du mir geben. Die sind fertig. Da hinten war schon Pflasterstein. Die brauchen nur Beton. Ne? Jo. Das heißt, wir können hier wieder eine ganze Reihe machen. Erst müssen wir die Olle hier kaputt machen. Mann, 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 Mann. Ist jetzt mal Ruhe hier. So, jetzt haben wir die Spritze, weißt du? Jetzt, wo wir zu Hause sind und alles weggeräumt haben. René schreibt übrigens, Moin Ede, wieder sehr interessante Folge. Meine Kinder haben 2 Meerschweinchen, welche auch sehr witzig sind. Aber wehe, sie bekommen ihr frisches Gemüse nicht pünktlich, dann ist richtig Alarm. Das glaube ich. Die quieken noch immer so hell und lustig, ne? Wenn die sich untereinander unterhalten, so ui, ui, ne? Irgendwie so. Zap. Das ist doch schön. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben am Anfang angesprochen habe, ne? So. Wenn die Kinder sich um sowas kümmern müssen, dann lernen sie direkt Verantwortung. So. Und dass jedes Lebewesen ein Recht auf Leben hat, ne? So. Schwupp. Sehr gut. Auch wenn ich zugeben muss, ich liebe Tiere, ja, aber so, Nagetiere, Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Chinchillas, alles was in diese Richtung geht, ja, das ist überhaupt nicht meins. Ich hatte einmal einen Hamster als kleines Kind, das hat mir gereicht. Also so, mit sowas kann ich persönlich nicht wirklich was anfangen, aber ist in Ordnung, jeder mag halt andere Tiere, ne. Dafür gibt es bestimmt Leute, die sagen, ich gitt Hunde, stinken, dreckig, ja, gibt's ja auch. Ja, oh, guck mal, bald ist unser Klotz hier fertig. Sehr gut. Super. Da oben muss dann noch die Wand, ne? Wie viel haben wir jetzt noch? 24, kriegen wir das hin? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kriegen wir noch eine Reihe hin. Sehr gut. Perfekt. Perfekt, dann ist nicht mehr viel da. 2 Reihen noch. Ah, ist das super. So. Und für Meerschweinchen gibt es auch einen komplett eigenen YouTube-Kanal, ne? Der ist wieder süß, muss ich sagen. So, so. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, hier machen wir dann noch eine Reihe dran, dass es etwas größer wird. Ich wollte nicht hier direkt die Mauer haben. Wir müssen ja hier auch noch unsere Türe reinmachen. Wo wir rein und raus gehen, ne? Hier machen wir ein Tor hin. Dann machen wir so einen Gang bis hinten hin zu unserer Hordenbase. Hätte ich das gerne gemacht. Da hinten gibt es Steine. So, Andreas schreibt, für den Titel der Folge gibt es schon mal ein Däumchen nach oben. Gerne. Vielen lieben Dank, Andreas. War ja deine Idee, ne? Da war wieder der böse, böse Frosch. So, wie viel haben wir denn überhaupt noch? Wir haben noch 3000 Stein, wir haben 2500 Lehm, wir haben 2500 Bruchsand. Zement haben wir 1800. Ja, wie lange braucht der noch? 5 Minuten. Ich meine, es ist nicht weit, ne? Na komm, wir gehen gerade die Quest noch machen. Wir gehen gerade die Quest noch machen. Das sind ja nur 150 Meter und wir müssen nur die Vorräte abholen. Von daher passt das. Ich glaube, das ist die Wettklinik hier, ne? Kann das sein? Jo, sehr gut. Haha, direkt vor der Tür. Siehst du mal. Jetzt hätte die Folge von gestern besser gepasst, ne? Nee, nee, nee. So, mal gucken, ob jetzt Hunde drin sind. Ich glaube schon, da oben steht's, ne? Kann das sein?
Ja, komm hoch und nerv nicht. Da hinten. Okay. Hallo, Frau Doktor. Da liegt die noch. Weg mit der Birne. Weg mit der Birne. So, da war irgendwo eine Schlange. Dankeschön. Die hier können wir zerlegen, ne? Ja, können wir, sehr gut. So. Oh, guck mal hier, Medizin. Ich weiß zwar nicht, warum ein Erste-Hilfe-Kasten für eine Tierarztpraxis brauchst, ne? Aber okay. Das macht so einen Spaß, wenn du gute Sachen hast. Natürlich sollst du raus. Will ich aber nicht. Ich will jetzt erstmal hier gucken. Nix. Hallo? Nicht, dass der so leuchtet. Ja. Alles klar. Hier ist auch niemand drin. So, das können wir wieder nehmen. Oh, sehr schön, wenn die resettet werden. Also, mal gucken, wo das Zeug ist. Ich glaube, hinten im anderen Haus, ne? War das. Da liegt was, da liegt was. Genau, war hier was drin? Ah. Spooky ist hier drin. Dringelt die sich einfach vor, ey. Unglaublich. Da hinten ist es. Hier, kriegst du. Hast du davon? Einfach durch die Wand, ey. Ich glaube, es hackt. Wenn man jetzt in Ruhe Beton abbauen kannst du hier. Oh, jetzt ist er da. Dankeschön. Macht aber nichts. So, die Knochen brauchen wir auch noch, ne? Fällt mir gerade ein. Wie viel haben wir denn schon wieder? 32. Auf die 600 müssen wir kommen, damit wir endlich die gute Schmiede bauen können. So, hier hoch. War es hier oben irgendwo, ne? Ja, da hinten steht sie doch. Mopsel. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Gib her. So, der Rest interessiert mich nicht. Da war ja nichts Tolles drin. Da kommen sie schon wieder. Komm, ich helfe. So, so gut. Nicht praktisch sowas hier, ne? Hallo. Kommen Sie her. Jeder darf mal. Das war wie so am McDrive. Einmal Menschenburger, bitte. Gib mir den Loot. Mal aufpassen. Der haut gerne da durch. Schon wieder Level up, ne? Kann das sein? Jo. Komm her. Hampel nicht rum. So. Gehen wir vorne raus. Mann, 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 Mann. Unglaublich. Gucken wir mal, wie gute Jen uns gibt. Oh, hier ist ein Safe. Nice. Haben wir was zum Sprengen? Nein. Leider nicht. Dann müssen wir den gerade so aufmachen. Kommentare haben wir durch. Sehr gut. Ha. Läuft ja wieder wie am Schnürchen heute. Wie am Schnürchen. Sehr schön. So. Bam. Dankeschön. Oh, eine Taschenmod. Eine Taschenmod. Die ist lustig. Eine Taschenmod, die ist schön. Ne? Oder wie war das? Ah ne, das war eine Seefahrt. Oder eine Bootsfahrt, ne? So rum. Keine Taschenmod. Aber die können wir auch gut gebrauchen. So, was hast du diesmal für uns, Jen? Tragsmarathon hier, ey. Wow, I didn't think you had it in you. Wow, da guckst du, wa?
haben wir denn hier? Eine Nagelpistole, wir haben schon einen Tackerfix. Taschenmotorradpaket, auf jeden Fall. Abschließen, dankeschön. Hast du irgendwelche besonderen Aufträge? Handelsrouten öffnen. Ja, kein Problem. Abholen, säubern, da abholen, säubern. Machen wir das. So. Kann man übrigens super schnell und gut leveln. Indem man einfach öffnen. Brrp, geil. Was fehlt noch fürs Taschenmotorrad? Der Lenker, ne? Lenker fehlen. Mini-Motorrad ist das, ne? Jo, guck. Motorradlenker fehlt mir. Den müssten wir nur selber machen. Aber jetzt müssen wir erstmal hinten wieder zu Karl. Und dort gerade den Beton verwurzeln. Und vielleicht schon mal ein paar Spikes aufstellen. Am Tag 13, 17 Uhr. Sehr gut. Und ist da echt kein? Da ist nur das Fahrwerk bei. Da ist kein Lenkerbein, ne? Nö. Zwei Reifen, Batterie, weißt du? Toll. Hätten sie mir nicht den Lenker geben können? Nö, den kannst du selber bauen. Ist nicht so wichtig. Da waren wir schon drin. Mini-Bike ohne Lenker, kein Problem. Krabbelst du denn hier rum? Lass das. Lass wieder Gratis-Stahl. So. Gucken wir mal. Tackerfix raus. Upp, 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 upp. Wenigstens 5000. Kann man den hier noch reparieren? Kann man. Dann machen wir die auch so. Guck, und die hier. Ist ja nur ein bisschen. So. Bisschen Beton. Die haben wir schnell wieder gemacht. Die repariert und die zwei hier. Wenn wir jetzt hier einen schönen haben zum Rumkloppen, dann müssten das eigentlich passen. So, 75 Spikies. Die können wir auf Seite tun. Ja. Eigentlich will ich die nicht zu früh hier hinstellen, weil ich kenne die ja. Jetzt kommt wieder irgendeine Wanderhorde und latscht da durch und alle sind sie weg. Und kaputt. Und hast du nicht gesehen. So. Sehr schön. Super, super. Sehr gut. Dürfen wir nur nicht reinfallen, ne? Wenn wir da reinfallen, sind wir tot. Dann haben wir, wie sagt man so schön, mit Zitronen gehandelt. Macht nur Aua. So, das muss dann für die Hordennacht reichen. Wir können hinten hoch. Wir haben 17:40. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Ressourcen sammeln gehen. Guck mal, dass ich vielleicht den Lenker fürs Bike zusammenkriege. Du kannst einen Daumen hoch da lassen, wenn es dir gefallen hat. Und ich sage wie immer, danke für deine Zeit.